Hier ist Fred von Fettspielen und ich sag Moin zu Rising Cities Nummer 125. Das ist schon fast ein kleines Jubiläum. Was gibt's denn hier Neues? Ein geheimes Bauprojekt, das ist ja interessant. Exklusivangebote ebenso, aber wir werden erstmal alles auf Vollbild skalieren und erstmal wieder ganz gemütlich hier die Mieteinnahmen steigen lassen. So, ich habe ja für diesen Sonntag Rising Cities gewählt, da wir ja schon ziemlich lange nicht mal reingeguckt haben. Und hier gibt es ja sicherlich nochmal ordentlich was zu tun. Letztes Mal habe ich ja einen kometenhaften Aufstieg erlebt und habe doch ordentlich an Erfahrungspunkten gewonnen, konnte viele Quests abschließen und dann wollen wir heute schauen, was ich jetzt machen kann. Bin Level 10, Stufe 10, das seht ihr hier oben. Und meine Erfahrungspunkte sind dann ungefähr auf mittlerem Niveau. Und gleich gucke ich mal ins Questbuch, um zu sehen, was da so geschieht. So, erreiche Ausbaustufe 2 vom Gemüseladen. Ob wir das hinbekommen? Dann müssten wir zuallererst erstmal den Gemüseladen finden. Den habe ich ja schließlich hier irgendwo hingepflanzt. Und als... Was ist denn hier eigentlich? Das Hollywood Diner, war das nicht eigentlich auch eine Quest? Ich muss nochmal schauen, welche Quest hier. Ich glaube, ein Hollywood Diner musste ich auch machen. Kam mir jedenfalls so vor. Da, baue Hollywood Diner. Da müsste diese Quest eigentlich erfüllt haben. Da ist sie doch. Noch nicht ganz. Ich muss ja noch bauen. So. 5 Minuten 25 für den ersten Bauabschnitt. Immerhin habe ich schon den Grundstein dafür gelegt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Weitere Malocha muss ich ansiedeln. Das kann ich auch machen. Hier seht ihr einen Schlüssel. Und da kann ich mir eine Belohnung abholen. Jawohl, da ist ja auch der Gemüseladen. Hat er sich eben gerade versteckt, jetzt haben wir ihn aber gemacht. Die Belohnung können wir abholen und damit ist das Ding auch geritzt. Sehr, sehr schön. So, der kleine Gemüseladen versorgt hier 4 umliegende Wohnhäuser, die eigentlich auch. Und dann schauen wir mal, ob wir den nicht auch jetzt ausbauen können. War doch jetzt eigentlich auch Teil der Quest, wenn ich das richtig gesehen habe. Mittlerweile ist diese Quest aber wieder weg. Okay, alles klar. Ausbaustufe 2 haben wir ja auch mittlerweile erlangt. Und die nächste Ausbaustufe kann ich mir also dann erstmal sparen. Sehr schön. Ich werde da mal wieder die nächste Runde starten für die Mieteinnahmen. Und gucke, wie es hier weitergeht. So, erreiche Ausbaustufe 3 eines Wohngebäudes. Ja, das wird ziemlich schwierig. Habe nämlich hier immer noch nicht genug Mieteinnahmen. Ihr wisst ja, für die, die Rising Cities kennen, ist das ja sowieso kein großes Geheimnis. Für alle anderen nochmal der Hinweis, um ein Wohnhaus ausbauen zu können, muss man diesen Balken füllen. Diesen Balken, dieser Balken hier zeigt die Mieteinnahmen bis zur nächsten Ausbaustufe. Und dadurch, dass ich hier sporadisch mal reinschaue und dann auch nur 2-3 Mal hier die Mieteinnahmen anklicken und einsammeln kann, führt das Ganze ja dazu, dass es doch etwas länger dauert, bis man hier die nächste Ausbaustufe erreichen kann. Das ist also etwas, was wir leider jetzt noch nicht machen können. Diesen Wochenmarkt, den habe ich bisher auch noch nie hinbekommen. Ne? Gestartet, aber nicht erfolgreich beendet. Das wäre auch mal noch ein Thema. So, baue Energiespar-Reihenhaus. 1 von 2. Das überspringe ich jetzt einfach und hole mir hier die Belohnung ab und habe das damit auch nicht mal durchgemacht. So, Unkrautvernichtung. Beseitige Gestrüpp und Bäume. 0 von 25. Ja, da haben wir doch eigentlich noch genug. Jetzt müsste das ja eigentlich gleich hier auftauchen. Genau, da seht ihr es. Da aktualisiert sich jetzt hier immer noch die Quest automatisch, wenn ich hier das ganze Gestrüpp vernichte. Da habe ich auch mittlerweile eine Menge, gerade hier bei diesem wunderschönen, schönen, nostalgischen Doppelhaus. Da könnte ich doch mal ein bisschen was vernichten. Die wollen es ja auch schön haben dort und nicht so strüppig. So, das gehört gar nicht zu mir. Das ist gar nicht in meinem Bauland drin. Hier auf den Feldern kann man natürlich auch ordentlich Gestrüpp weghauen. Das mache ich auch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das jetzt schon langt, dass ich die 25 habe. Jawohl, die Belohnung wird abgeholt. 50 Balken gibt es dafür und ich kann hier weitere Mieteinnahmen einsacken. Sehr schön. Auch das habe ich geschafft und jetzt darf was gepflanzt werden. Rhododendron, okay, und Zypressen. Das ist das, was jetzt als nächstes ansteht. Und
Ich könnte ja auch mal nebenbei wieder was produzieren hier, ne? Tomaten, Balken, all das, was es gibt. Und gehe dann mal ins... Oh, wollte gerade was machen, aber nein, Rutschgefahr, auslaufendes Öl. Da ist es mal wieder Zeit für die Feuerwehr. Weder einen kleinen Hydranten im Baudepot. Ah, ist außerhalb der Reichweite. Oh je. Das heißt, ich muss jetzt mal schauen, dass ich da schleunigst alles abdecke. Hydranten, wo waren die nochmal? Muss ich mir jetzt erstmal zusammensuchen. Da ist er. Kleiner Hydrant. Jawohl, der muss platziert werden. Und tatsächlich, hier ist keine Abdeckung vorhanden. Das heißt, der muss jetzt schnell gebaut werden, damit ich das auch hier einrichten kann. Die Reichweite ist sonst begrenzt und da kann ich mir jetzt schon mal die kleine Belohnung abholen. Okay. So, Notfall. Weiter. Und Ulrike wird eingesetzt. So, da kann es schon mal losgehen. Apropos Ulrike, ich habe auch Tipps bekommen. Von Max habe ich einen Tipp bekommen. Und zwar, dass ich mal auf die Feuerwehr klicken soll, auf Ulrike klicken soll und sie verbessern soll. Da gibt es nämlich mehr Medaillen und dadurch auch bessere Geschenke im Booster-Shop. Tatsächlich hier, Weiterbildung, Verbesserung der Fähigkeiten, Skillpunkte. Das sieht ja ganz gut aus. Ist jetzt schon Stufe 2 und hier kann ich also die Fähigkeiten erweitern. Sehr gut. Einen Klick habe ich jetzt gemacht. Ich weiß nicht, aber die wird ja wahrscheinlich auch sich von selbst irgendwie Erfahrungen sammeln. Ne? Wahrscheinlich je mehr Notfälle es gibt, desto mehr Erfahrung kann sie dann auch sammeln dadurch. Und eine Blechmedaille habe ich jetzt hier auch noch erhalten. Hervorragend. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal wieder in die Filme rein, ins Stadtkino und Film ab. So, bin aus dem Kino raus und werde dann hier nochmal weitere Metro-Moneys und Erfahrungspunkte einsagen. So, was ist hier eigentlich los? Das Vorstadthäuschen. Muss das nicht eigentlich auch gestartet werden? Ich denke schon. Ich könnte es auch komplett fertigstellen. Habe gerade auch Metro-Money verdient, dadurch, dass ich hier im Kino mir was angesehen habe. Im Moment geht hier gar nichts. Ah, weil die Verbindung unterbrochen wurde. Ich wollte gerade sagen, sag mal, liegt das jetzt an mir? Oder ich bin jetzt zwar nicht der Rising Cities Profis, aber so sollte das nicht sein. Alles klar, Verbindung unterbrochen. Na gut. War jetzt sowieso fertig. Das Vorstadthäuschen ist durch. Und wir schauen mal, was wir beim nächsten Mal machen können mit Rising Cities. Vielleicht könnte ich es ja echt mal mit dem Markt probieren, dass ich da irgendwas mal reiße. Ihr könnt mir ja gerne mal Tipps geben, wie ich das machen soll. Einen erfolgreichen Markt von vorne bis hinten durchstylen, damit ich diese uralte Quest mal erfüllen kann. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet. Schreibt mir doch einfach unter dieses YouTube-Video und dann sehen wir uns dann. Bis dann, euer Fred von Fettspielen.